Freunde, frisch gestärkt geht's jetzt weiter an die Arbeit. Wir bauen immer noch hier an unserem Lager weiter. Denn irgendwo müssen wir ja unser Zeug unterbekommen. Dieser Gang lässt sich dann ja fast beliebig erweitern, falls wir da nicht irgendwo aus dem Berg rauskommen. Was ich jetzt mal bezweifeln sollte. Wir haben immer noch das Minecraft Texture Pack drin. Ist ja auch sehr knorke, das Ding. Ja. Ich frage mich, wann davon ein Revival rauskommt, beziehungsweise eine neue Version. Wir haben jetzt wieder gut Kobbel eingenommen. Hauen wir mal ein bisschen Holz durch. Damit es halt für den Boden reicht. Das geht hier rucki zucki. So. Bis wir uns komplett eingebaut haben. Oh, jetzt wird's dunkel. Nein, hier. Der halbe Stack ist weg. So, und dann brauchen wir Truhen. Hauen wir mal das ganze Holz durch. Acht reichen vorne und hinten nicht. 16 noch weniger. 23 sind auch nicht gerade besser. Aber beginnen wir schon mal mit dem Anfang. Ist ja fast wie abgezielt. So, und die große Frage ist jetzt, wie wird unser Regal aussehen? Machen wir es aus Stein, aus Holz, eine Kombination? Wir haben ja jede Menge Kobbels. Dementsprechend sollten wir da keinen Geiz haben. So. Darauf können wir eigentlich auch Kisten stellen. Interessant. Baumstämme oder Kobbel oder... Ja, machen wir ein Kobbelregal. Weil so hässlich ist es ja auch wieder nicht. Nein. Weg mit dir. Die Wand dahinter bleibt aus Greenstone. Okay, jetzt muss die Fackel endlich mal weichen. Die wird schleunigst wieder ersetzt. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn hier was spawnen würde. So. Läuft. Ist ja fast wie ein Moria hier. Ja klar. Einmal nach dem anderen verbauen. Ich will ein vernünftiges Regal. Machen wir das jetzt mit Slabs oder mit Trappen? Naja, ein paar Slabs werden ja auch nicht schaden. Dann müssen wir mal wieder Bäume fällen gehen. Wir müssen auf die Ebene hoch, okay? Da sollten wir fast Treppen nehmen, oder? Hab ich die ganzen Slabs umsonst gemacht? Für irgendwas werden die sich schon eignen. Weil so sieht es wenigstens aus, als wären die an der Wand festgeschraubt. Man kann die Truhe noch öffnen. Das ist immerhin das Wichtigste. An so einem Kobbelregal.
Okay, jetzt haben wir keine Kisten mehr. Moment, ich reiß mir mal für Testzwecke weg. Geht da noch eine Kiste, die man aufmachen kann? Kiste? Die haben mir eine Kiste geklaut. Hallo? Hm. Dann halt keine Kiste. Nee, da ist auch keine drin. Naja, egal. Vielleicht hätte ich da noch ein bisschen runtergehen sollen. Hätten wir da oben noch eine Kiste hingebracht. Aber so eine große Rolle spielt das jetzt auch wieder nicht. So, wo kommen dann die Cobblestones hin? Moment, machen wir sich ein paar Schilder. Ja, für Schilder reicht es nicht ganz. Naja, hier kommt jetzt auf jeden Fall mal der ganze Cobblestone rein. Also das ganze Regal hier wird Kobbel sein. Ich hoffe, da reichen zwei Kisten. Haben wir noch irgendwo Holz? Bestimmt. Ja doch, hier. Und jetzt können wir uns einen Schwung voll Schildern machen. Hier fehlt noch was. Kobbel. Bin ich jetzt richtig geschrieben habe oder nicht? Das erfahren wir jetzt. Ja, doch, passt. Hier kommen Kobbelprodukte rein. Kobbelprodukte. Das hier wird die neue Dreckkiste. Wie schreibt man Dreck? Mach mal die englische Variante, da bin ich mir wenigstens sicher. Tun wir mal es ja auch auf Englisch geschrieben. Ja. Holen wir mal den ganzen Dreck von oben. Und mit Ordnung muss man sehr früh anfangen. Dreck. Und die ganzen Cobblestones können wir auch mitnehmen. Obsidian bleibt noch hier. Kies nehmen wir auch mit. Wow, haben wir viel Kobbel. Alles schnell mal runter in die Kiste damit. Oh wei, oh wei, oh wei. Worauf habe ich mich da wieder eingelassen? Stone Bricks. Mit dazulegen. Hier kommt dann Wilhelm. Ist das richtig geschrieben? Wie drücke ich mal auf Enter? Gravel. Ja klar. Hätte ich doch wissen müssen. Gravel. Don. Hier ist die Trickkiste. Und in der Nähe ist eine Höhle. Verstehe. Dann legen wir hier mal eine Fackel an. Hier eine Fackel an. War in jeder zweiten Kiste, ne?
Dann kannst du hier wieder weg. Dann müssten wir schnell mal den ganzen Kobbel von oben holen. Verdammt, haben wir viel Kobbel hier. Nein, hier nicht. Kobbelprodukt. Jetzt hat sich's langsam ausgekoppelt, ne? Kies, Dreck. Haben wir hier noch Kies und Dreck? Ah, Kohle haben wir ohne Ende, okay. Noch den ganzen Stone mit. Weil, ich glaube, ich habe unser Kobbelvorrat ein wenig unterschätzt, ne? Das hier mal rein. Ja. Hier haben wir noch ein bisschen Kobbel. Wäre dann hier. Gravel. Wie noch mehr Gravel im Inventar? Nein. Dreck. Oh wei, oh wei, oh wei. Wir brauchen mehr Kisten. Daran führt kein Weg vorbei. Ja klar. Ganze 21 Kisten, das hilft uns nicht wirklich weiter. Aber naja, egal. Dann müssen wir das Ganze hier noch ein bisschen weiterziehen, ne? Besten ganze 3 Stück. Wir haben kein Holz mehr für den Fuß. Doch, ein bisschen haben wir noch. Ich dachte schon, ich hätte alles verpulvert. Aber auch das hier wird nicht reichen. 2 Regalseiten sind ja so gut wie nichts. Was hier wieder an Kobbel zusammenkommt, ist ja unglaublich. Ja. Haben wir gleich repariert. Geht doch. Okay, richtig viel weiter können wir nicht mehr gehen. Das jetzt richtig gesehen habe. Also zumindest nicht höher. Und ich würde mich wundern, wenn wir hier wirklich noch eine Reihe rausprügeln könnten. Wie schon gesagt, es geht ja ratzfatz hier. Und das Lager werden wir dann halt nach Belieben erweitern. Ich brauche dann noch 4 Treppchen. Ich meine 2, oder? Hier sind die Produkte. Den 1 vollen Stack kann ich ja gleich wieder reinschmeißen. Den angebrochenen Stack behalten wir noch kurz. Na komm, lass dich platzieren. Ja, klar.
Das war sehr schlau hier. Das löst alle meine Probleme. Zack und zack. Und zack und zack. Ja, was wollte ich hier reinschmeißen? Ja. Dann machen wir hier noch eine Lootkiste. Dann. Die ist hier. Da können wir auch einen Kies mit reinschmeißen, ne? Was soll denn der Geiz? Und hier eine Woodkiste. Mhm. Entwickelt sich ja schon mal, ne? Im Moment den ganzen Kobbel rein. Die Treppen wieder. Und dann geht das lustige Umschippen weiter. Nehmen wir jetzt mal den ganzen Loot. Eier als Loot. Hm. Machen wir eine Nahrungskiste in der Küche. Haben wir hier noch Loot? Ja doch, Gunpowder. Ah, eine Enderperle. Ich glaube, die kommt zu besonderen. Zu Ressourcen und so. Loot. Hm, ja. Hier. Hm. Moment mal, habe ich hier eigentlich Connected Textures? Nein. Ist aber auch egal. Nicht so schlimm. Dann gucken wir mal in die Kiste hier. Hier ist massig Loot drin. Das Lager müssen wir weiterhin erweitern. Das war doppelt gemoppelt, weiterhin erweitern. Quarz. Ah, Moment. Hallo, Herr Nachbar. Das Pferdchen müssen wir wieder einleihen. Pferdi, ach da. Wie konntest du dich nur losreißen? Versteh dich nicht. Na komm mal mit. Na komm mal mit, mein Freund. Leine? Ach da. Bleib bei deinen Freunden, den Schafen. Dann machen wir später auch noch einen Ausritt, ne? Wo ist mein Feld? Könnte ich mir auch mal wieder angucken. Ob es da wieder was zum Nachpflanzen gibt. Oh ja. Hätte ich doch die Seeds mitgenommen. Das ist fertig. Da können wir gleich die Kühe wieder vermehren. Mal das, was wir rausgeruppt haben, wieder ersetzen. Nö, Samen haben wir in diesem Moment keine mehr. Aber es reicht, um unser Feld ein wenig zu erweitern. Zwar nicht viel, aber egal. Ein paar Kühe können wir da noch nachzüchten. Das sollte ja eh unser Primärprojekt sein. Yep. Und wenn jetzt mal was ins Wasser fällt, dann hüpfe ich da nicht gleich hinterher. Muss ja auch nicht sein, ne? Okay, so viele Kühe bekommen wir hier nicht mehr nachgezüchtet, aber egal. Yep. Ja, kommt Mädels. Eine nach der anderen. Hier noch zwei vermehren. Kannst ruhig offen bleiben. Und das war's, Mädels. Beim nächsten Mal vielleicht wieder. Werden ja immer mehr, ne? Vielleicht brauchen wir wieder so eine vollautomatische, wie sagt man da? Eine vollautomatische Weizenfarm oder sowas. Mal schauen, welche Variante. Wie beim letzten Mal oder keine Ahnung. Da lasst man sich gerne überraschen. Dann nehmen wir noch das ganze Netherzeug mit. Mhm.
Glowstone in die Netherkiste, jawohl. Ich kann auch das Quarz mitnehmen. Bisschen Eisen können wir ja hier lassen. So, Sugarcane haben wir ja genug. Müssen wir jetzt direkt zu Papier verarbeiten. Und aus dem Papier können wir dann irgendwann mal Bücher machen. Moment, habe ich noch Platz im Inventar, dass wir mal irgendwas mitnehmen können? Ah, hier ist noch Loot. Ich habe eine Wutkiste unten. Ich nehme mal das ganze Papier hier rein. Die ganzen Zutaten für Papier lassen wir auch, nehmen wir auch mit. Stone. Also Stone Slabs haben wir ja auch. Okay, Kobbel haben wir gerade keine. Dann gehen wir mal direkt zum Loot. Und sortieren das hier einfach schön sauber ein. So wie es sich halt eben gehört. Ich hoffe, es wird reichen. Vom Platz her. Gunpowder. Pfeile. Spinnenaugen habe ich keinen Platz. Ja. Naja, machen wir es halt so. Oder halt so. Ich muss doch noch mal eins erweitern. Damn it. Naja, was soll's. Macht ja Spaß. Oh, 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 und ich sehe gerade, wir sind deutlich über der Zeit. Ich glaube, dieses Regalabschnitt machen wir dann in der nächsten Folge. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.